Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Infestation The New Z. Wir sind heute auf einem Colorado versus Version 001 Server. Und ich würde sagen, wir haben uns ja in der letzten Folge ein bisschen Caliwood angeguckt. Und dort das neue Feature der... Oh, ja, danke. Der neuen Bustransportationsmöglichkeiten, also der Bushaltestellen uns angesehen. Was ja einigermaßen gut funktioniert, muss man sagen. Und deswegen werden wir heute mal schauen, dass wir uns die, ja, die neu angefertigten Häuser mal unter die Lupe nehmen. Und das machen wir natürlich auf der guten alten Colorado-Map, die gar nicht so gut und alt ist, sondern es ist ja eine neue Version davon. Ups, Entschuldigung, davon. Also ich bin mal sehr gespannt. Der Survival Mode soll ja unter anderem übrigens auch eine komplett eigene Karte erhalten. Also weder auf Colorado noch auf Caliwood spielen, sondern eben eine komplett eigene Karte bekommen. Hier ist das Flugzeug. War es schon immer hier? Nee, ne? Ja, wobei es war in der Nähe, sagen wir es mal so. Der Airport war ja auch viel weiter unten, ne? Früher. Aber hier wurde ein bisschen was geändert an der Version 1. So, und wir fahren mal nach, ich würde sagen, wir fahren mal nach Campos City. Kostet 45.000 Dollar. Oh, ich erinnere mich gerade. Das hier war eine ziemlich beschissene Haltestelle. Hier kann man nämlich ziemlich leicht sterben. Ich hoffe, das Spiel kriegt sich jetzt mal ein. Bitte lass mich spielen, 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 bitte lass mich spielen. Alter. Alter, das ist wirklich noch doof, ne? Liebe Entwickler, das solltet ihr dringend mal patchen. Ja, und dann fliege ich vom Server. Wegen was denn? Ey, weißt du, ich habe gerade 45.000 Dollar ausgegeben, um jetzt vom Server zu fliegen. Aber ich sollte ja trotzdem an der Stelle bleiben, ne? Hoffe ich zumindest, sagen wir es mal so. Keine Ahnung, warum ich jetzt geflogen bin. Ich bin's einfach. So. Ja, ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass sie den Ladescreen eben dafür benutzen, um für Sachen zu werben, um auf Sachen hinzuweisen. Das finde ich eigentlich ganz gut. So ist der Ladescreen erstens nicht so langweilig wie früher, wenn man sich nämlich mal an die Infestation Rock Band erinnert. Vielleicht weiß es der eine oder andere noch. Das war immer ein ziemlich langwieriger und langweiliger Ladescreen. Ich glaube, dieser hier ist ähnlich lang. Aber er ist ein bisschen interessanter, weil es immer wieder was Neues zu lesen gibt. Und es ist natürlich auch eine gute Idee, hier Leute über neue Inhalte und sowas aufzuklären. Denn den Ladescreen sieht jeder Spieler mindestens einmal. So, wir gehen mal Richtung Parkerville. Würde ich behaupten. In der Hoffnung, uns ballert bis dahin keiner ab. The New Z funktioniert nicht mehr. Hui, cool. Ja. Das ist sehr nett. Kann ich hier irgendwie einen Fehlerreport schicken? Nö, ne? Okay, gut. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, ich finde es schon ein bisschen assi, ne? Scheinbar haben uns die Zombies erwischt. Wir sind tatsächlich gestorben in der Nähe von Campus. Von Campus City. Deine City. Ne, schöne Grüße an der Stelle an den Terror-P. Ja, das ist ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ihr seht was. Dieser tolle Nebeleffekt einfach. Wobei er ja an sich ganz geil aussieht, muss man ganz ehrlich sagen. Das Spiel ist allgemein so eine Mischung aus ziemlich hässlich und doch ziemlich schön. Und, ich hatte es erst letztens mit dem Terror-P in der Sprachnachricht besprochen. Und da hat er es selbst auch gesagt, aus diesem Spiel... Ach du Scheiße, hast du mich jetzt erschreckt, Alter. Guck mal, ich habe hier ein paar Fäuste für dich. Danke für den Helm. Was zur Hölle? Danke, Zombie. Es war ein Nachtsichthelm.
Wie nett ist denn der Zombie bitte? Der ist so netter. Der ist ziemlich nett. Der ist fast netter als so manch lebender Mensch. Hier in diesem Spiel zumindest. Einfach mal so einen Nachtsichthelm herschenken. Also. Muss man ja mal sagen. Das ist schon nett, ne? Ist schon nett. Also, jedenfalls haben Terror P und ich das auch letztens. Also, er hat es auch nochmal gesagt in der Audionachricht. Dass aus diesem Spiel so viel hätte gemacht werden können, weil wirklich ein geiles Spiel draus machen gemacht hätte werden können, wenn man einfach mal so ein paar Dinge geändert hätte. Nur so ein paar, gar nicht mal alles, aber nur so ein paar. Und natürlich hoffe ich ganz, ganz dringend, dass im Survival Mode solche Dinge wie diese dummen Abstürze, in denen man dann alles verliert, nicht mehr geschehen. Denn wenn es dann auf einmal schwierig ist, Loot zu finden, ich meine jetzt, ihr seht's ja, ich renne den Sachen nicht mal hinterher, weil es mir einfach egal ist. Oh, kommt ein Dritter noch dazu. Bin doof, ne? Das wurde nix. Nee, so gar nicht. Na gut, mal schauen, vielleicht kriegen wir die ja irgendwie abgehängt. Boah, ich dachte schon wieder, das Spiel stürzt ab, ey. Zum Beispiel hier. Aber dafür sind sie zu dumm. Aber ein bisschen eine bessere KI. Wäre das zu viel verlangt? Ich denke nicht. So manche Dinge, wenn man hier manche Dinge besser gemacht hätte in diesem Spiel, dann wäre das definitiv ein Hit geworden. Aber leider waren die Entwickler scheiße. Und Fredeikis, mal schauen, ob sie das noch gerade biegen können. Hier hinten ist jetzt eine Tür drin. Die ist auf jeden Fall neu. Und jetzt kommen wir eben zu einem, die zu dieser zweiten Neuerung, die ich euch jetzt mal zeigen möchte. Und zwar das Restaurant. Und vielleicht mag es euch jetzt noch nicht auffallen, aber spätestens, wenn ich das hier mache, wird es euch auffallen. Zack. Erinnert ihr euch noch daran, vielleicht der eine oder andere, der früher mal Infestation gespielt hat, wie man da mit Ach und Krach über diese Fenster hüpfen konnte, gerade so rauskam? Erinnert ihr euch noch dran? Des Weiteren wurde von den Entwicklern tatsächlich auch ein Wunsch der Fans erhört. Hier ist nämlich jetzt auch eine Toilettentür, die man nicht aufmachen kann. Denn dort war beispielsweise ein sehr, sehr guter Ort zum Campen, weil man sich da links ja so reinbunkern konnte, ohne dass jemand vom Rücken praktisch her einen erwischen konnte. Und viele, viele Fans haben gesagt, ey, das ist scheiße, dass das geht, das ist so ein richtiger Camper-Spot und so weiter. Und so hat man es hier zugemacht. Und ihr seht es also, die Stühle passen jetzt genau zum Charakter. Genauso wie der Tresen, da kommt man jetzt auch ohne weiteres drauf. Und auch hier die Bänke. Wenn man sich hier mal so hinsetzen würde, ne? Also ihr seht schon, das passt schon wesentlich besser, als das früher der Fall war. Könnt ihr euch ja mal alte Videos ansehen. Also alte Videos, alte Folgen auch, in der wir mal da drin waren. Oder in denen wir mal da drin waren. Und dann mit jetzt vergleichen. Also tatsächlich hat man was am Spiel gepatcht. Und zwar hat man einige Häuser von den Größenverhältnissen einfach ein bisschen angepasst, ein bisschen realistischer werden lassen. Danke für die Machete. Also die Zombies hier sind echt nett. Muss ich ja mal feststellen. Wahnsinn. Na, also so gesehen, ist es echt geil, was die hier so alles gepatcht haben. Muss man wirklich einfach mal sagen. Also das waren echt tolle Patches bislang. Ja, dann kann die Entwickler. Ich habe eine Time. Was? Echt jetzt? Die gibt's wieder? Wusste ich gar nicht. Wir schreiben einen Brief. Dear Pesky Plumpers. De. Mann, ich kann nicht tippen. Cooperlings and I have taking over. Taken, ne? Taken over the Mushroom Kingdom. The princess is now a permanent guest in one
of our 7 Cooper Hotels. Wie ging das weiter? Dear pesky plumbers, the Cooperlings and I have taken over the Mushroom Kingdom. The princess is now a permanent guest in one of our 7 Cooper Hotels. You better dare to find her. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Ja, leider bin ich kein perfekter YouTube-Pupser. So, hier. Kann jetzt jeder lesen. Steht leider nicht da, von wem es war, aber sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Wusste gar nicht, dass man ihn wieder finden kann. Also ich bin auf keinem Premium-Server oder so. Ihr seht es ja hier unten. Ne, hier, ganz normaler Server, kein Premium. Offizieller Server ist das hier. Also alles easy. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem hier mal raus aus der Map. So schön es auch ist, ne? Und machen noch ein Rundchen Battle Royale zum Abschluss, oder? Würde ich mal sagen. Komm, komm, machen wir mal. Machen wir mal. Schönes Rundchen Battle Royale. Und dann ist es auch egal. So, Battle Royale. Wir nehmen mal, komm, wir probieren mal Tropico. Ich muss sagen, ihr hört es schon an meiner Stimmlage. Ich bin nicht der größte Fan von Tropico. Denn die Map hat bis jetzt noch nicht einmal bei mir funktioniert. Ich habe bis jetzt noch nicht eine Runde auf der Tropico-Map zu Ende spielen können. Bislang ist mir jedes Mal das Spiel abgestürzt. Jedes Mal. Jedes Mal. Und drum werde ich jetzt auch mal die Aufnahme kurz beenden. Und wir sehen uns dann in der Map, sollte es klappen. Nicht, dass mir hier Fraps abstürzt. Ist mir nämlich auch schon mal passiert. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Wir befinden uns also in der Lobby vom lustigen Battle Royale auf der Tropico Map. Die ganze Lobby ist so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen auf Counter-Strike ja, inspiriert worden, sage ich mal, von Counter-Strike, glaube ich zumindest. Sieht alles so ein bisschen nach weiß nicht, Irak aus oder so, ne, würde ich mal behaupten. So, hier haben wir also die Lobby. Und da unten ist also die Map. Hier ist der Spawn. Ihr seht schon, das ist ein bisschen anders als die Arena, die ihr kennt. Denn wie gesagt, hier ist die Lobby, hier ist der Spawn. Und von da aus, da danke, von da aus geht es dann auch los. Also wir starten hier im Spawn und dann kann man in alle möglichen Richtungen gehen. Soweit man halt kommt, soweit einen keine Gegner angreifen und so weiter. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen konzentriert, sorry. So, Sekunde, 18 Leute erst drauf, ey. Es kann dauern, bis die Map gestartet wird, bis die Runde gestartet wird. Ich bin mal gespannt, ob wir sie zu Ende spielen dürfen heute. Weil ich sage mal so, wie schon gesagt, das ist bislang noch nicht oft der Fall gewesen. Ja, toll. Hauptsache hier die Map resize und dann hier bei so Häusern so Stolperfallen einbauen. Toll. Yeah, erster Kill. Easy. Ja, zweiter Kill, easy. Scheiße, bin ich doof. Ich habe die rechte Maustaste aus Versehen gedrückt. Ich wollte die linke drücken. Sorry, mein Fehler. Das war definitiv mein Fehler, ey. Hör auf mit einem Spawnschutz. Ich wurde von hinten gekillt. Schade. Traurig, ne? Sehr, sehr traurig.
Au. Auch traurig. Au. Auch traurig. Junge, was meinst du eigentlich, wer du bist? Flatsch. Wie kein Kill. Geht doch, ey. Ach, das gibt's doch gar nicht. Von welchen Ecken die alle kommen, ey. Also ich glaube, bis die Map hier mal startet, ne? Es kann ein bisschen dauern. Weil ich glaube, wir brauchen schon so 60, 70 Spieler, ne? Ungefähr. Und die haben wir bei weitem nicht. Also mal gucken. Also scheinbar ist die Map auch nicht so beliebt, weil sonst wären es ja mehr Spieler, die zocken würden. Zumindest sieht es so aus, als wäre es nicht allzu beliebt. Den habe ich glaube ich schon letztes Mal gesehen mit seinem hässlichen Hut. Inne Atemgeräusche. Ich glaube nicht, dass die Runde jemals starten wird, ehrlich gesagt. There has to be a minimum of 30 players. Ach du Scheiße, ey, das wird nix. Brauchen wir noch 12 Spieler, bis hier los. 11 Spieler nur noch, okay. Na, ja, mal gucken, vielleicht wird's ja doch noch was, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, voll ins Arschloch geschossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein absoluter Sniper-Noob. Ach, schade. Ich bin ein absoluter Sniper. Was ist denn hier los, Alter? Massenproduktion oder was? Okay. Ach, da vorne war der. Mal auf gut Glück. Oh, wir haben 20 Spieler erreicht. Ich hab ihn gesehen, aber ich konnte nichts machen, ey. Ich konnte echt nichts machen. Auch du! Ja, dich muss ich mal nehmen, ne? 23 Spieler, also die Runde könnte doch noch starten. Mit dem Katana, Alter. Mit dem Katana. Ja,
Was mein Kill? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall ziemlich cool. So, 5 Spieler noch, ey. Es kann klappen. Du kriegst mich niemals down, weil ich bin Killer Katana Man. Yeah! Oh Mann, ey! Oh fuck. Flatsch, Flatsch. Der nächste Kill, ey, schade jetzt. Jetzt wird mein Streak. Ja, 4. Alter, ich hatte einen Killstreak von 4. Mit dem scheiß Katana, Alter. Ja, guck mir, der Sniper bin ich einfach nicht gut genug. Ich brauch die Katana. Ich brauch einfach die Katana-Kills, ey. Das ist meins. Das ist definitiv einfach meins. Die Katana-Kills, ey. Das ist auf jeden Fall mein Gebiet. Eigentlich. Ach du Scheiße. Eigentlich tief im Herzen bin ich ein Ninja. Ach, fuck. Ihr habt nur alle keine Ahnung, was ein Ninja ausmacht, Mann. Tief im Herzen bin ich aber einer. Au. Ups. Was hab ich jetzt gemacht? Das wollte ich ja jetzt nicht. Moment mal. Das war gerade Steam Overlay. Das wollen wir nicht. Oh, ein Spieler noch. Dann kann's losgehen, Alter. Ein Spieler muss noch online kommen. Dann kann's endlich losgehen. Oh Mann, ey. So, also. Es sind über 30 Spieler, heißt in 3 Minuten oder sowas geht das Spiel los. Und wir haben schon ein paar. Wie locker habe ich die zwei eigentlich gerade runtergerattert? Und wir haben schon ein paar Minuten davon geschafft. Heißt also, gleich geht's los mit der Battle Royale Runde. Ich bin gespannt, ob das Spiel diesmal überlebt. Ob ich tatsächlich meine erste Tropico Runde abschließen darf. Ich sage mal so, solange ich einen Katana finde, ist die Runde gewonnen, ja. Hol ich die für die Fans, kein Problem. Ich brauche nur einen Katana, dann geht's ab. Komm mal, Spar. Hm, schade. Sehr schade. Alles sehr, sehr traurig. Schade, traurig, schade. Traurig, schade, traurig, schade. Alles sehr traurig und sehr schade. Alles traurig und schade. Und traurig und schade und traurig und schade. Schade und traurig. 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 Ich bin sehr traurig. Ah, du Arsch. Der hat eine Pump. Dann mit der Pump. Das mit der Pump. Das. So, wie lange dauert es noch? Au. Arsch, ey. Hey Leute, ich will loslegen. Was ist denn los? Was ist denn los mit euch? Au. Leute, kannst mal losgehen oder was? Kann mir eigentlich mal jemand verraten, warum hier Wett steht? Heißt das, dass ich ein Veteran bin oder was? Hier steht auch ein paar Mal Wett. Also es gibt noch ein paar andere Wetts als ich. Oh, ein Spieler wurde gebannt. Nice. Also, oh, starting now. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's direkt mal ab, Jungs. Jetzt gibt's einen Win. So, alle starten also in der Mitte. An einem, ja, gemeinsamen Spawn. Wir gehen mal hier Richtung Whitebury Station. Ihr seht also, alle starten hier. Irgendwo laufen die jetzt alle durch die Gegend. Wir gehen zur Whitebury Station.
In vier, ja, fast 5 Minuten wird die Radiation freigesetzt. Bis dahin sollten wir schauen, dass wir ein bisschen was zu kämpfen haben. Denn sonst könnte es hier sehr, sehr unangenehm werden. Mal schauen. Wir laufen jetzt erstmal ein bisschen. Und ich hoffe, wir kommen schnell zu dieser Station. Naja, dauert schon ein bisschen, ne? Zum Airport brauchen wir eigentlich gar nicht gehen. Weil in der Regel ist die Radiation Zone nie so weit außen gewesen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht oft so weit geschafft. Zu dieser Brücke bin ich das letzte Mal auch gelaufen und dann ist das Spiel abgestürzt. Also es ist hier jetzt alles wirklich unter Vorbehalt. Es kann jederzeit sein, dass das Spiel wieder abstürzt. Ich bin sehr gespannt, ob es das tut. Ich wollte noch die Entwickler loben bei der letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Aufnahme, die alle nicht gesendet wurden. Wie cool das hier aussieht mit der Schiene und so. Und dass es das ja beim normalen Infestation gar nicht gab. So eine coole Schiene hier irgendwo auf der Map. Aber das finde ich auf jeden Fall. Sieht schon ziemlich cool aus. Wir gehen jetzt Richtung Whiterberry Station. Ein bisschen durch die Gegend. Da rechts gibt es eine Farm. Da könnten wir auch hingehen. Aber ist mir ehrlich gesagt noch zu nah. Mi. Hahaha. Lustig. Nee, ich finde Tsunamis sind. Nee, Tsunamis sind was sehr Lustiges. Tsunamis sind fast so lustig wie Okamis, muss ich ganz ehrlich sagen. Wisst ihr, was auch mal ein geiles Let's Play wäre? Let's Play PlayStation. Ich hatte als Kind so eine PlayStation Eisenbahn. Ey, die war so gut. Die hatte ich immer, oder habe ich immer noch, bei meiner Oma müsste die noch liegen. Und da habe ich mal eine Zeit lang, kann ich mich erinnern, ist schon lang her. Habe ich durchs komplette Wohnzimmer so ein richtig schönes Schienennetz mit kleinem Hauptbahnhof und so weiter verlegt. Mit einer kleinen Strecke, die so durch, ja, also in meinen Augen so eine malerische Strecke war praktisch. Weißt du, sowas fürs Auge praktisch. Ja, das habe ich alles gemacht. Mit PlayStation Eisenbahn. Wäre eigentlich mal ein cooles Let's Play. Ich wäre sowieso dafür, dass wir mal so ein paar Real-Life-Let's Plays machen. So was weiß ich, wie ich eine Runde Schach gegen jemanden spiele. Also in echt, nicht irgendwie online oder so. Sondern dass man das Ganze mal so ein bisschen von der digitalen Schiene runterholt. Ich meine, ich habe hier diese Kamera, mit der ich immer die Facecam aufnehme und sowas. Und die Bedvlogs und was weiß ich was. Und auch mal ganz gelegentlich Vlogs mache. Und warum diese Kamera nicht mal nutzen für solche Angelegenheiten, für Brettspiele oder so ein Kram. Das wäre doch echt mal lustig eigentlich. Ich würde es sehr feiern, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich fände das cool. Muss mal gucken, ob das jemand anderes gemacht hat. So Let's Play, Mensch, ärgere dich nicht oder so. Wie geil ist das denn bitte? So, Electro-8 wird gleich mal gesüffelt. Can of Pasta, gleich mal verspeist. Also jetzt noch nicht, aber gleich. Backpack, gleich mal gechanged. Headshot, Schutz. Ist immer gut. So, und jetzt bin ich gleich mal gespannt, wo die Radiation Zone ist. Bis jetzt wird uns ja nichts angezeigt. Oh. Oh. Hui. Ich will ja nicht sagen, dass das irgendwie geil ist, aber das war jetzt ganz schön geil. So, du kommst weg. Runne, runne. Wir haben eine Mossberg. Warum hier am Bahnhof so viel Essen liegt, weiß ich allerdings nicht. 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 Large Backpack haben wir schon. Brauchen wir halt nochmal. Hier nochmal so ein bisschen Körperpanzerung. Kann nie schaden. Bandages. DX. Die sind sehr gut. Ups. Und jetzt halt nur die Frage, wo ist die Reaction Zone? Ich finde es ja gut, dass die gleich released wird und dass nicht erstmal gesagt wird, wo ist die überhaupt. Nö, sondern man kriegt direkt auf die Fresse, wenn man falsch steht. Und ich glaube, es wird uns jetzt gleich auch geschehen, dieses Schicksal. In einer halben Minute. Drüben ist noch ein Mossberg. Nächste Weichmähen. Boah, geiler Loot. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Ich bin gespannt, was gleich in 13 Minuten passiert, 13 Sekunden passiert. Geiler Loot, muss ich ja schon mal sagen. Nahkampfwaffe fehlt noch. So, ich wette, jetzt macht's. Okay, ja, okay, es ist einigermaßen fair, sage ich mal. Da oben ist die Safe Zone. Dann gehen wir da mal hin. Dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen. Wir machen noch einen kleinen Abstecher. Richtung Spawn. Komm.
Das gönnen wir uns jetzt mal. Weil Richtung Safe Zone werden jetzt eh alle unterwegs sein. 100 Pro. Also können wir uns jetzt auch ruhig Zeit lassen. Ja, das Gute ist, wir haben eine Shotgun. Das heißt, wenn wir irgendwo jemanden recht nahe kommen können. Können wir da schon echt Schaden machen? Shotguns sind immer ziemlich fies, ne? Boah, wie still es ist. Wie eklig still es ist. Ich dachte schon, im Spiel gäbe es Vögel, die rumflattern. Dabei sind es hier einfach nur Mücken auf dem Bildschirm. Ist ja Sommer und so, ne? Sommer. Aber ich muss ja mal sagen, ne? Ich möchte nichts beschreien. Bislang läuft das Spiel gut. Kein Absturz, gar nichts. Kein Freeze, nix. Oh. 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 Ja, gerne, sag ich mal, ne? Hallo. Ja, und schon ist die Ruhe vorbei, ne? Alter. Ich hab ihn noch gesehen und da war es schon zu spät, ey. Kleines Arsch. Schade, wir waren so gut ausgerüstet. Ich hätte einfach hingehen sollen. Im Container wäre ich ja geschützt gewesen. Ach, wie ärgerlich. Rang 13. Schade, nächstes Mal wird's besser, ey. Echt ärgerlich. Richtig, richtig ärgerlich. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, mal wieder eine Folge von Infestation UZ zu sehen. Ich hoffe ja, ihr hattet euren Spaß, genauso wie ich. War mal wieder schön, eine Runde zu zocken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Wir können auch die Map-Besichtigung mal wieder machen, die wir das letzte Mal gemacht hatten. Einfach mal durch die Gegend laufen, ein bisschen was quatschen und dabei uns die Map anschauen. Also, bis dorthin. Liebe Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao. Captain Affe, ich hasse dich.